mal so, was ich da so machen kann noch. Im Moment habe ich auch nicht so wirklich viele Videoideen. Ihr könnt ja mal irgendwie ein paar Vorschläge so in die Kommentare schreiben. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Cool Scout Map Baby Room. Ja, heute habe ich mal so ein kleines Thema am Start. Und zwar geht es um das Thema Lady Mod oder Forge. Da mir viele in die Kommentare geschrieben haben, ich soll mit Forge spielen, da man da anscheinend bessere Hits bekommt, wollte ich mal meine Meinung so dazu abgeben. Und ich persönlich finde, dass man mit Lady Mod bessere Hits bekommt. Ihr könnt immer so eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ich habe selber schon Forge ausprobiert und habe selber dann irgendwie nicht so wirklich gute Hits bekommen. Kann auch daran liegen, dass ich irgendwie mit Lame und einfach die ganze Zeit spiele und deshalb daran gewöhnt bin irgendwie. Aber mir kommt es halt so vor, dass man mit Lame und einfach bessere Hits bekommt oder ich einfach behindert bin, kann auch sein. Und den da würde ich gerne holen, der leckt auch ein bisschen. Verstehe nicht, warum er jetzt wegläuft. Und da haben wir ihn, nice. Naja, jedenfalls, Leute. Spiele ich auch übrigens gerade mit Lame Mod. Müsste man eigentlich auch erkennen an der Anzeige links oben, wo der Nick angezeigt wird. Sollte man das eigentlich erkennen? Nur ich sag's gerne nochmal dazu, weil sich sonst vielleicht ein paar nicht auskennen, mit was ich gerade spiele. Und der Typ da ist ein bisschen da drinnen. Würde ich mir gerne holen. Komm jetzt her da. Typus Grandus. Oh mein Gott. Und halt den da. Ist mir auch egal. Also gerade bekomme ich eigentlich ganz gute Hits. Also gerade geht's. Kommt auch immer so auf Gomme drauf an. Kommt mir halt so vor. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Könnt ihr auch immer reinschreiben oder so. So, dann im DM gegen Viterox. Der hat einen Entenskin. Der müsste eigentlich holbar sein. Der hat nicht so guten Stuff. Der Tryhard ist natürlich klar. Wer Tryhard nicht in Kurs gehen. Aber wir sollten ihn eigentlich bekommen. Und wir haben ihn. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. So, Leute, da sind wir in der zweiten Runde auf der Map Spooky Hall. Und immer noch mit Lame Mod natürlich am Start. Warum denn auch nicht? Vielleicht kann ich mal so ein Video machen, wo ich mit Forge spiele. Dann seht ihr ungefähr den Unterschied. Da müsste ich mir aber noch halt Mods und so holen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich schaue einfach mal, so was ich da so machen kann noch. Im Moment habe ich auch nicht so wirklich viele Videoideen. Ihr könnt ja mal irgendwie ein paar Vorschläge so in die Kommentare schreiben, weil im Moment bin ich einfach wieder ideenlos. Wie immer halt eigentlich. Richtiger Pro-Gamer. Auch hinter mir ist einer. Und den müssten wir bekommen. Dankeschön. So. By the way, Leute, werde ich jetzt auch die Runden ein bisschen mehr uncut lassen, da mir irgendwie Uncut besser gefällt und ich irgendwie dann auch nicht immer so warten muss, bis ich rede und so. Keine Ahnung. Ich mag das einfach nicht so. Jedenfalls hoffe ich euch, das gefällt euch auch besser. Sonst könnt ihr ja gern in die Kommentare schreiben, ob ich wieder cutten sollte mehr. Aber ich denke mal, ja, die meisten wollen das eh nicht so. Und deshalb lasse ich das einfach. Und dann lebt noch einer, ein Lukas. Den müssen wir eigentlich auch bekommen. Außer er hat jetzt ein Eisenschwert oder sowas. Und boostet mit mich vielleicht. So, dann im DM. Ich probiere dann jetzt gleich zu holen. Und meine Hits gehen eigentlich ganz gut durch. Okay, ist ein bisschen komisch. Aber wir können ihn eigentlich bekommen. Und dann haben wir ihn, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Beurteilung da lassen und eure Meinung würde mich freuen.
was ihr lieber spielt, Forge oder Levimod. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.